Schönen Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg heute. Das sind unsere Themen. Vision Flood Protect, wie Hochwasserschutz und Energiegewinnung kombiniert werden könnten. Das Wetter, Phönik am Abend, Gewitter. Vorarlberg heute mit Christiane Schwald. Bilder der Flutkatastrophe am Balkan gehen derzeit um die ganze Welt. Aber wie kann man sich gegen solche Katastrophenfälle auch hierzulande schützen? Der Maschinenbauingenieur Markus Niederdorfer aus Feldkirch hat eine neuartige Idee entwickelt. Staudämme, die als Energiespeicher dienen und bei Hochwasser ganz von selbst quasi aus dem Boden wachsen. Bilder wie diese vom Hochwasser 1999 in Vorarlberg sind noch in allzu guter Erinnerung. Verhindern lassen sich solche Katastrophen wohl nie. Aber die Schutzmaßnahmen könnten verbessert werden. Eine Idee dazu ist Flood Protect. Im Staudamm, der gleichzeitig als Energiespeicher dient, würden aus leichtem, aber stabilem Material Schutzwände eingebaut. Bei Hochwasser sollen sich dann ganz von selbst durch natürlichen Auftrieb die Schutzwände aus dem Boden erheben. Flood Protect ist eigentlich eine Kombination aus Hochwasserschutz und der Erzeugung und der Speicherung von sauberer Energie, letztendlich aus Sonnenkraft. Wenn man es genau nimmt, lässt sich Flood Protect eigentlich auf drei physikalische Grundregeln reduzieren: Auftrieb, Reibung und Hebelgesetz. Die Wand, die sich im Damm befindet, steigt durch den Auftrieb des Wassers, das bei Hochwasser steigt, nach oben. Auftrieb. Reibung. Durch die Reibung zwischen der Wand und dem Schwimmkörper vereckt dann eben die Wand und bleibt ganz natürlich durch das Hebelgesetz stecken. Der Fluss steigt dann weiter und drückt die Wand in diese Verankerung hinein. Neben dem Schutz vor Hochwasser soll mit Flood Protect auch Energie gewonnen werden, was das Projekt auch wirtschaftlich interessant machen könnte. Das funktioniert eigentlich wie eine riesengroße Thermoskanne. Wir laden im Frühling und im Sommer das Bauwerk mit Wärmeenergie, die wir von der Sonne letztendlich bekommen, auf. Und diese Wärme wird dann über ein Fernwärmesystem im Winter an die Häuser, die vor dem Hochwasser geschützt werden, abgegeben. Roland Hohenauer, Vizepräsident des österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes, hält die Vision Flood Protect für umsetzbar. Nachdem dieses Flood Protect auf alte Weisheiten wie Auftrieb, Reibung, kommunizierende Gefäße beruht, wird es sicherlich funktionieren. Neu ist ja nur die Kombination Hochwasserschutz und Wärmespeicherung in einem. Markus Niederdorfer ist geschäftlich oft in Asien. Er hofft, dass Flood Protect in Japan als Schutz vor Tsunamis eingesetzt werden könnte. Kontakte gäbe es bereits. In Vorarlberg sieht er Potenzial bei der geplanten Rheinverbauung. Und wenn man das in Vorarlberg am bestehenden Rheindamm bei dem Projekt RESI, das momentan bereits in Planung ist, mit integrieren würde, könnte man mit der Energie zwischen 10% und 15% von ganz Vorarlberg im Winter mit Wärme versorgen. Noch ist Flood Protect nur eine Vision. Man darf gespannt sein, ob sich Investoren finden, die diese Vision auch umsetzen wollen. This morning, I believe I just might.